Und wir sind wieder zurück in Fallout 4. Hallo und herzlich willkommen zurück. Also, wir haben jetzt den letzten paar Let's Play Folgen die Schaltkreise gesucht, um die hier beim Star Control einzugeben. Ich will mal ganz kurz schauen, was passiert, wenn ich die alle reinwerfe. Wir haben 1, 2, 3. Achso, das zeigt es mir an. Dann kann ich sie einfach alle reintun, ohne irgendetwas zu machen. So, also, ohne irgendetwas zu machen, kann ich sie reintun. Ich tue sie rein, ne? Gut, so. 10 Stück sollten wir jetzt haben. Notfallprotokoll, selektive Abschaltung. Einen Moment. Beschreibung: Verbindet alle angeschlossenen Robotersysteme mit der angegebenen Firmware und gibt einen Befehl zur Notabschaltung aus, wobei alle anderen Befehle außer Kraft gesetzt werden, nachdem ein Ziel ausgewählt wurde. Kann es nicht mehr geändert werden. Ah. Okay. Aber dann schalte ich meine Robos ja ab. Eigentlich will ich die ja übernehmen. Das ist ja das höhere Ziel. Ich weiß nicht, ob das so clever ist jetzt. Ich habe mich jetzt gerade entschieden, das natürlich sein zu lassen. Naja, 5 und 6, ne? 11 und 20. Reparieren den Zentralrechner. Die andere Mission habe ich ja ausgeschaltet eigentlich. Wir probieren mal die auf der Seite. Den sechsten von den sechs, bei den 5 von 6 werde ich mir noch holen, falls ich muss. Hey! Ich dachte, ich habe dich gehackt. Dann klatschte mir einfach auf den Po. Sapalut. Vielleicht ist es auch kein Sanitätsbot, sondern was anderes. Ich meine, wenn man hier Kriegsroboter machen kann, Sanitäter und so. Nein, okay. Das lassen wir jetzt mal. Den Gedanken lassen wir mal weg. Okay, so. Ah, Lasergeschütze. Willst du mir nicht hier helfen? Wir nehmen einen anderen Weg. Also, noch er ist dran, aber er ist nicht so clever. Hey, kannst du mal... Hier drüben. Hopp, schneller, 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 hopp, hey. Schneller, schneller. Geh dorthin. Bestätigen. Brauchst du eine Gehhilfe? Los, beeil dich! Du hast Räder! Mach mal vorwärts! Hey! Komm her! Bestätigt! Und los! Töten! Etwas habe ich dich ja gebaut! Also wehren darfst du dich ja! Komm! Geht doch. Dafür, dass ich einen Kriegsroboter gebaut habe, bin ich selber viel effizienter als er. Habe ich so den Eindruck. Hinter dir noch einer, der ballert auf dich. Töte ihn. Achso, da ist einer. Jetzt sind die Türen natürlich wieder kaputt. Reservieren Sie sich Ihr Ticket und seien Sie der Erste in unserer wütenden Anaconda-Achterbahn, die bald im Safari-Adventure eröffnet wird. Yeah, Souvenirs! Woo! Ich war in Nuka World! Es ist schon sick, dass sie alles mit Robotern.
Robotern gesteuert wurde. Wo sind die ganzen Menschen denn? Vielen Dank. Oh shit, ich bin ja mega low. Hey, irgendwann sterbe ich noch. Perimeterwarnung. Scanne. Bedrohung neutralisiert. Verbindlichsten Dank, mein Lieber. Verbindlichsten Dank. Den hat er pulverisiert. So schlecht ist er doch nicht, wie ich dachte. Also hier haben wir noch... Wow! Erleben die Punktwürde von King Cola's Kopf. Die Gipste alle Unterlassen sind jetzt an der Zinnig in der Umfasse erhältlich. Oh shit. Ja, hab ich dich geknackt, du Büchse, ey! Gleich nochmal hier! Du bist wieder mal defekt. Ich hätte den doch stärker bauen müssen. Die Minigun war nicht so die richtige Auswahl, glaube ich. Kann ich hier mitfahren? Ich würde gerne Kreislein drehen. Das darf ich nicht. Naja, ist ja kein Strom, ne? So, Hauptenergie. Okay, das heißt, wir könnten theoretisch hier alles mit Strom versorgen, ne? Na da, töte den. Mr. Frosty. Der Schulterwerfer ist schon geil auf einer offenen Fläche, ist aber in Gängen total nutzlos. Hast du ihn bald mal gekillt? Komm wieder vorwärts hier, Junge. Nuka-Cola Dark, damit sie besoffen durch Nuka World laufen. Haben auch sie ihre Kinder satt, dann besaufen sie sich mit Nuka World Dark. 100% Alkohol, 0% Nuka. In Minuten! Die Robo Battle Show! Nein, ich brauche keine Umarmung. Hinlegen. Und gut ist. Ich habe Angst, dass sie mich irgendwann angreifen, deswegen töte ich sie jetzt schon. Kannst du den da unten mal knacken? Oh shit. Na super. Komm her, komm her. Ja, ja, trau dich. Mann, sind die Schüsse geil. Vielleicht hätte ich doch lieber so einen bauen sollen als meinen Wachbot. Und. Aber die sind so fragil. Kann ich dich eigentlich nicht irgendwie reparieren, oder? Ah, jetzt stehst du wieder. Gut. Ich glaube, hier drin sollte noch was sein. Ist natürlich wieder verschlossen. Ich meine, wie immer, ist alles verschlossen, überall. Und Schlüssel gibt's keine. Das wär's. Ich stelle mir das so vor, dass hier der Schlüssel hängt das nächste Mal, bitte, ja? Gut. Hey, das will ich schon mitnehmen. Zeitung wollte ich eigentlich nicht mitnehmen. So. Ich stelle mir ja vor, dass die hier mega viel Geld verdient haben. Bin ich irgendein Schlüssel? Ich mag nicht alles immer knacken. Da werde ich noch beknackt in der Birne. Na gut, egal. Von hier sind wir gekommen. Ich frage mich gerade ernsthaft, wie viel Umsatz die wohl hier gemacht haben. Ich meine, das ist fast alles vollautomatisch. Die müssen ja ein Vermögen gemacht haben. Den ganzen hier. Nice.
Nice. Eins haben wir. Eins von sechs. Dann hatten wir hier noch eins. Zwei von sechs. Hier haben wir noch einen Schlüssel. Die Coke nehmen wir mit. Manchmal, mein Overwächter, frage ich mich wirklich, wie du hier hochkommst und so. Das kann doch nicht sein. Komm. Sir. Hat jemand noch Respekt? Und gut! Auch dich nehme ich auseinander. So. Okay, zwei von sechs haben wir mal. Mal einen Anfang. Ich hoffe, dass es hier einfach ist, das Ganze zu finden. Da haben wir nochmal zwei. Oh! Ich schalte dich mal aus. Sind Sie bereit für aufregende Kämpfe? Sind Sie bereit, den neuesten Robotern beim Kampf in der ultimativen Vorführung zu sehen? Dann ist es Zeit für die Robco Battlezone. Jetzt im Ring Robcos Galaktrons. Erleben Sie, wie die Galaktrons dank ihrer High-End-Lesen kurzen Prozesse und diesen Augenblick. Ach scheiße! Ich bin hier gefangen! Fuck! Ich komme hier nicht mehr da raus! Beginne Angriff auf feindliches. Ist natürlich mein Bot wieder mal nicht da. Gegen den Galaktron bestehen. Erfahren Sie es jetzt. Es wird Zeit für ein Duell gegen Robcos mächtigen Novatron. Verarsch mich nicht. Und wo kommt der Novatron? Nein, nicht unsichtbar. Einfach nicht unsichtbar. Komm, stirb! Yes. Unglaublich! Lust auf mehr? Bitte schön, da kommen sie! Zwei top aktuelle Novatrons! Was nochmal? Wann geht's euch nicht gut? So. Oh fuck! So. Gut. Und jetzt der Kampf, auf den alle gewartet haben. Die Spitzenklasse der High-End-Robotertechnik. Der einzige, der wahre Robco Weltraum-Wachbord. Du verarschst mich jetzt, oder? Also mal. Nein, weißt du was? Geh in die Luft, Mann. Geh in die Luft. Das hat Bumm gemacht hier. Was für ein Kampf! Was für ein Kampf! Hoffentlich hat es Ihnen gefallen. Bitte gehen Sie durch die Tür auf der unteren Ebene hinaus. Boah! Andenkenladen, Ihr persönliches Souvenir des heutigen Kampfes zu erstellen. Hey! Vielen Dank! Können wir jetzt handeln? Boah!
Da hätte ich eigentlich aufpassen müssen, als ich reingegangen bin. Das war jetzt ziemlich fahrlässig, verdammte Axt nochmal. Mann, kannst du viel tragen. Ich weiß schon, warum ich dich dabei habe. Upsala. Also ich dachte schon, es hat noch einen irgendwo hier. Achso, die sind in die Luft gegangen. Hier unten hatten wir auch noch mal ein paar. Die hat's gesprengt. Hey! Da will ich rein. Ich habe mit der Selbstzerstörung alles in die Luft gejagt, was hier war. Ja, super. Bester Haarklammer ever. Die Explosion ist durch die Wände. Das ist wie eine Druckwelle. Durch alles hindurch. Nuka Coke Victory. So viel Glück hatte er nicht. So viel Victory war es wohl nicht. Du bist ein bisschen nah hier. Für meinen Geschmack ein bisschen zu nah. Nur ganz wenig. Wieder so viel Zeug. Ja, meins. So viel Zeugs wieder hier. Hier kann man hoch. Der ist auch in die Luft gegangen. Aber wir haben doch auf der anderen Seite irgendwie unten nochmal einen. Ist das eine normale Tür? Gut. Achso, und hier kommen wir wieder raus. Der hat es sich da sehr, sehr gemütlich gemacht. Aha. Ruhig. Verdammt. Ich glaube, das sind mehrere. Kommst du mal helfen, mein Lieber? Ich habe es mir ein bisschen cooler vorgestellt mit ihm, muss ich gestehen. Oh, hier ein Schlüssel. Zeigen Sie sich. Wo ist mein Wachbord hin? Ah, er kämpft hier hinten. Kampfbereitschaft aufgerufen. Du triffst auch was, oder nicht? So. Okay, hier. Jawohl, hier ist der letzte. Dann haben wir es. Halleluja. Halle fucking Luja. Ah, hier kommen wir raus. Ich glaube, ich weiß, welche Seite das ist. Das ist die Seite auf der Spielhalle, also Spielhalle, auf den Spielständen. Da, wo wir gegen die zwei anderen Roboter gekämpft haben, die als Statuen eigentlich da standen. Ja, so wie es aussieht, ist das Ganze hier ein bisschen auf Robotechnik getrimmt. Vault bauen und Robos. So. Ja, ich Achtung, wusste es. Eine Durchsage. Befolgt Sie Notfälle mit aller Anweisungen der Nuka-Bord angestellt. Vielen Dank. Vielen Dank. So, also 6 haben wir, 10 haben wir, 16 haben wir jetzt. Und wenn wir jetzt die andere Seite noch knacken, dann sollten wir 20 erreichen. Und ich bin dann gespannt, ob ich all die Robos übernehmen kann an der Stelle. Weil ich will die eigentlich nicht zerstören. Nicht alle zumindest. Ah, okay. Ich hätte ihm doch Laser geben sollen. Oder ein Raketengeschütz. Ich glaube, ich mache nochmal eine Baufolge und rüste ihn nochmal ein bisschen um. Holy moly, war das cool. Nice. Ich wusste nicht mal, dass er das... So. Ja, das Geschütz ist kaputt. Ich glaube, das ist die andere Seite, oder? Ah ne, da will ich weitergehen. Das will ich aber noch nicht. Ich gehe noch nicht weiter. Hey, Jesus, hat sie viele Teile. Das ist Wahnsinn. Und die Starlight Interstellar
Theater. Die Rache des Fischmanns. Empfohlen für Kinder ab 5 Jahren. So, theoretisch irgendwie. Verdammt, was ist jetzt kaputt gegangen? Mach mal was, Junge, mach mal was. Du kriegst von mir einen Headshot. Oh, der steht ja noch. Dann halt nochmal. Jetzt müssen dann gleich tot sein. Ich bin hier nur am Kriegen gegen Robos, Mann. Das ist doch so sick. Ja, ja. Alles geht in die Luft. Ups. Jetzt habe ich nicht gesehen, was ich aufgenommen habe. Ruhe. Ich nehme mal das Dezemberkind, weil wir haben nie wieder viele Schüsse. Haha. Hahaha. Kämpft wieder irgendwas gegen was anderes. Ich renne mal noch ganz kurz in das Gebäude hoch hier. Auch wenn wir hier nochmal Kontakt haben. Schade. Ich denke aber, dass ganz oben nochmal was ist. Oh Mann, wie machst du das immer? Auf einmal ist er da. Einfach aus dem Nichts. Ich glaube, wir verbringen hier... Ich werde so viel Zeit in diesem verdammten Loch verbringen. Ich bin gespannt, ob die anderen Teile auch mit Roboter besetzt sind oder ob es vielleicht Abteile gibt, wo Supermutanten sich eingenistet haben. Würde für eine Abwechslung sorgen. Wäre sicher spannend. Ich meine, wir haben auf dem Weg hierhin ja auch schon Supermutanten entdeckt. Die hierhin wollten. Oh, noch ein Starkern. Sehr schön. Eigentlich hier oben drauf stehen. So. Gut. Ups, Moment. Ich kann einfach nicht widerstehen. So. Oh, wir haben da wieder noch Platz da. Moment. Oh, shit. Da treibt sich einfach eine Todeskralle draußen rum. Wie sieht es eigentlich in den anderen Gebieten aus? Sehen wir noch nicht viel. Okay, also wir können stark davon ausgehen, dass wir auch noch Todeskrallen sehen werden. Tja. Ja, dem geht's gut. So, aber in der nächsten Folge von Fallout 4 geht's weiter. Ich freue mich drauf. Ich will hier noch all diese verdammten Schaltkreise holen und dann will ich dieses Teil übernehmen. Und ich glaube, ich gebe es den Unternehmern, weil die wissen, was man damit macht. Ich habe nur Angst, dass ich irgendwann die Macht verliere. Deswegen muss ich es irgendwie ein bisschen clever verteilen. Zwischen dem Rudel und den Unternehmern. Gut, ich freue mich auf die nächste Folge von Fallout 4. Bis dann.